Oh, am liebsten gleich hinschmeißen, Schneeengel machen. Am liebsten nackig. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit mir hier dabei seid bei Christmas Nightmare. Wir starten gleich das Game. Und da sind wir schon. Stromausfall oder was? So hat es sich gerade angehört. Nee, Auto aus. Ja, Auto. Press Tab to check task. Press R to launch. Firework. Tab. Wir machen erstmal Tab. Current. Was? Tab. R. Nix. Okay. Jetzt ist es schon weg. In Tab sehe ich meine Checkliste. Geh heim. Ich soll nach Hause. Wo wohne ich denn? Wo wohne ich denn? Wo würde ich denn gerne am liebsten wohnen? In einem kleinen Häuschen. Ich mag keine großen Häuser. Weil da hast du mehr zu putzen. Ganz einfach. Oh, diese Auswahl. Hört mal die Musik an. Oh, herrlich. Herrlich. Das ist mir zu groß. Da will ich nicht hin. Das ist mir vom Hause auch groß. Das will ich auch nicht. Nö. Immer diese Qual mit der Wahl. Ich gehe gleich hier. Wetten, das ist auch mein Zuhause. Ja, schön. Und die haben Schnee. Die haben halt hier Schnee. Ich will auch Schnee. Oh, schau mal. Hey, das ist ja cool. Oh, am liebsten gleich hinschmeißen, Schneeengel machen. Am liebsten nackig. Das macht man nackig. Anders macht man das nicht. Nicht in voller Montur, außer man ist irgendwo unterwegs. Dann natürlich angezogen. Warte mal kurz, ich probiere mal das anzumachen. Nee, doch, das geht. Oh. Schau mal. Zack, zack, zack. Na? Oh, ist das schön. Ja, das finde ich so toll gemacht, Halka. Gefällt mir. Na? Muss ich der Reihe nach, ne? Machen wir gleich beide. So. Ich bin manchmal halt wie... Ups, kleines Kind. Okay. Ich muss trotzdem das Haus finden. Vielleicht ist es doch das hier. Ich will aber da nicht. Das ist mir zu groß. Aber der Bogen ist schön. Der Bogen ist schön. Er ist auch gekehrt. Also schon gekehrt. Ja, schon doch gekehrt. Wir sagen gekehrt. Aber ich möchte beim Firework. Wie komme ich denn überhaupt da rein? Ist es nicht? Okay, das Haus ist es auch nicht. Firework! Firework! Doppel, doppel, doppel. Das Einzige, wo es nicht gekehrt war, war da, wo ich gerade ausgegangen bin. Hier ist es gekehrt. Was habt ihr denn da Schönes? Oh, Firework! Warte mal, R. Kommen da jetzt mehrere? Nee, bestimmt nicht. Ich drück doch R. R, R, R. Geh mal ein bisschen zurück. Ihr wisst ja, Sicherheit geht vor. Oh. Es ist zwar noch nicht neu, aber ich muss das jetzt machen. Ich finde das schön. Nachher fehlt es mir, um das Spiel zu Ende zu spielen. Bestimmt. Das gehört einfach zu Silvester dazu. Noch viel mehr. Bist du fertig? Ja, da raucht nur noch. Der qualmt nur noch ein bisschen vor sich hin. Da klappert es in der Küche. Da komme ich auch gar nicht weiter drauf. Okay, das ist nicht mein Haus. Sorry, dass ich euer Feuerwerk angezündet habe. Aber es hat mir Spaß gemacht. Straight Street. Straight Street. Das ist die Garage. Da hinten war ich auch schon. In dem war ich auch. In welchem Haus wohnen wir denn? In welchem lässt du uns eintreten? Geht es auch? Ganz kurz noch. Ja. Auf dem Auto. Oh, nicht schlecht. Bing, 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 bing. Ah. So eine Fontäne oder wie heißen die Dinger? Keine Ahnung. Aber doch nicht auf dem Auto. Ja, ist nicht meins. Mir egal. Aber schönes rotes Auto. Was ist denn das für eins? Ich bin so schlecht, was Autos angeht. Steht da was? Nee. Nee, da steht nichts. Das ist nicht ein bisschen kastenförmig aus wie ein kleiner alter Opel. Opel sage ich auch. Volvo würde ich sagen. Komme ich auf Opel? Keine Ahnung. Muss man nicht verstehen. Schön. Wir haben nicht so viele Lichter. Hier komme ich auch nicht rein. Kommst du nicht rein? Hier kommst du nicht rein. Vielleicht komme ich rein, wenn ich erst alle hier angezündet habe, oder? Stopp. Festival Light. Sag mal, I need to go there. I don't need to go there yet. Ich muss da noch nicht hin. Man sollte schon richtig lesen, ne?
Es liegt da auf dem Boden, da komme ich nicht rein, das Garage. Hat schon jemand geballert. Na, da probieren wir es halt mal hier. Vielleicht ist ja das das richtige Haus. Ich scheitere schon am richtigen Haus, gell? Wie komme ich da rein? Go home! Würde ich ja gern springen? Nee. Ich komme auch nicht nach Hause. Welches Haus ist denn meins? Oh, 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 lo, 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 lo. Komm, ne Time. Erste Aufgabe schon verloren. Da sind die Lichter aus. Das muss doch mein Zeit. Oh ja, einfach nur reinlaufen. Das muss man halt auch wissen. Ich versuche halt natürlich die Tür aufzuschließen und zu machen und zu tun und da geht halt gar nichts. Einfach nur durch die Tür durchlaufen, schon bis drin. Das muss man auch wissen. Jacke ausziehen, Schuhe ausziehen, Mütze, alles schön brav versorgen, aufhängen, Hände waschen. Hey, wie sieht's bei dir aus? Das geht gar nicht. Und Hände gewaschen bitte, junger Mann. Nussknacker. Nussknacker sind süß. Ja, jetzt interagiere ich mit der Maus. Nussknacker. Kacker. Nussknacker. Du bist auch so ein Nussknacker. Nussknacker! Oh, da raucht aber viel, he? Guck dir mal den Aschebecher an. Den hättest du sauber machen können. Wie sieht's bei dir denn aus? Das geht gar nicht. Egal, ob es Weihnachten ist oder nicht. Macht man nicht. Guck mal. Oh, Sinschalt. Und I have loved the new year. At this time, everything becomes so cozy and magical. It feels like any wish can come true. Bei seiner Kindheit liebt er Weihnachten und es ist alles so gechillt und gemütlich. In dem Teil from work. I want to take a bottle of beer from the refrigerator and relax. Er möchte jetzt nur noch ein Bier trinken und sich entspannen vor dem Fernseher. Na ja, gucken wir mal. Warte. Oh, no products then. Because of this stupid job, I completely forgot about the festival. Then I need to go grocery shopping. I'll write a shopping list. Ich muss mir eine Shoppingliste schreiben, weil mein Kühlschrank ist leer und ich habe nichts zum Essen und zum Trinken da, obwohl schon Weihnachten ist. Check. Shoppinglist. Check, check, check. Check, check, check. Würde ich ja gern. Tab. So, ich brauche Mehl, Zucker, Mayonnaise, Tomaten, Korn, wie heißt das auf Deutsch? Mais, Bohnen, Orangensaft, Mac and Cheese, Milch, Chips und Bier. Na dann los. Wo ist deine Jacke? Wo hast du deine Jacke aufgehangen? Wo ist deine Jacke aufgehangen? Ich möchte mal ganz kurz hier nur durchstöbern. Ich bin neugierig. Zumindest hat das ein bisschen geschmückt hier. Dann kannst du nicht anmachen. Mich hier rein. Oder einfach nur durch? Nee, genau. Geh mal ganz kurz hoch. Ganz kurz. Ja. Ich möchte. Ah! Ich möchte jetzt mit einer Flasche Bier relaxen. Okay, ja, dann gucken wir mal. Vielleicht haben wir jetzt hier noch eine Flasche Bier hier drin. Was ist das? Ist das die Bierflasche? Nee. Warte mal. Warte, 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 warte. Nee. Nee. Das ist doch die Bierflasche. Ich kann nicht mal in die Hocke gehen, halt, ja. Da muss ich jetzt doch erscheinen kaufen. Das ist doch die Bierflasche. Oh, ist das doof. Hä? Ich probiere einkaufen zu Bier. Oh, ich mag dieses. Bitte warten, Loading Screen. Ja, Bier. Und wo ist jetzt der Einkaufsladen? Was? Okay, wir müssen durch den Park, um in den Einkaufsladen zu kommen. So ein bisschen länger, schneller laufen. Was ist denn da runtergefallen? Was ist das jetzt? Oh, meine Nachbarn sind stinksauer auf mich, weil ich dann ihr Feuerwerk benutzt habe. Die werden mir den Arsch sowas von versohlen. Ich habe es extra für Neujahr gekauft und ich habe es halt benutzt. Was für eine tolle Nachbarschaft wir hier haben, insbesondere vor Weihnachten und Neujahr. Wenn man hier an einem Wettbewerb teilnehmen könnte, die Nachbarschaft würde da bestimmt teilnehmen. So, Store, where is the store? Ich möchte herumgucken, da sind Geschenke. Ich möchte ein Geschenk nehmen. Ich hätte gern ein Geschenk. Das ist alles nur Deko, 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 Deko. Naja, was soll's, ich gehe durch den Park. Es hieß, ich soll durch den Park. Aber ich möchte nicht zu lang laufen. Er mag den Park, er findet ihn wunderschön. Und er hat es geliebt, durch diesen Park zu laufen.
Aber hier, das da, finde ich zu krass, die Lichter, die links. Das mag ich nicht. Ich finde, Park sollte Park bleiben und nicht noch nur so künstliches Licht um die Bäume drumherum. Weil wenn Schnee liegt und einfach nur die Straßenlaternen, das finde ich wunderschön. Das muss da nicht noch zusätzlich sein. So, hier ist der Einkaufsladen. Der ist Gott sei Dank nicht so weit entfernt von meinem Haus. Und hier kann ich mein Bier holen. Ha. Was liegt da auf dem Boden? Eine leere Dose. Das macht man halt auch nicht. Laufe ich da jetzt auch nur durch? Nee, siehst du? Hier muss ich die Tür aufmachen. Aber bei mir kann jeder rein und raus, wie er halt will. Ah, ja. Wir nehmen ein Shopping Basket. Ein Einkaufskorb. So. Floor Sugar. Da sind Süßigkeiten. Strange, you probably went somewhere, but we'll be back soon. Der ist irgendwo nicht, der ist gerade nicht da, aber der ist bestimmt gleich wieder zurück. Was habe ich hier? Green. Ich mag das nicht. In einen neuen Laden, bei kleinen Läden mag es ja noch sein, aber wenn man in einen neuen Laden reingeht und der so riesengroß ist und man braucht einige Sachen, man sucht sich dumm und dämlich, das mag ich überhaupt nicht, muss ich ehrlich gestehen. Da würde ich am liebsten wieder rausgehen. Deswegen versuche ich eigentlich, neue Läden zu vermeiden. Das ist nicht meins, das mag ich nicht. Oder wenn in alten Läden alles umgestellt wird und man fängt an zu suchen, das ist auch katastrophal, mag ich nicht. Weil ich möchte eigentlich nur rein, das hole, was ich brauche und wieder raus. Und jetzt suche ich hier halt stundenlang halt, ja. Sweetheart. Sugar. Ja, dann war es halt Sugar. Zeigt es mir mit der Maus an. Ist es jetzt weg von der Liste? Nee, das ist. Oh, ist das gemein? Das ist gar nicht weg von der Liste. Habe ich hier Bier stehen? Ja. Hoopers. Welches nehme ich jetzt? Hoopers, ist das alles, sind das alles Biersorten? Keine Ahnung. Hilfe! I need somebody to help me! Hier, Bier. Wieso kann ich dich nicht nehmen? Weil du nicht ausgepackt bist. Warte, wie sieht die Kiste da? Das ist gelb. Da steht der Heißhunger. Da steht der Heißhunger. Oh, nicht schlecht. Ist da der Heißhunger? Nee, da ist kein Heißhunger. Heißhunger, habe ich hier Heißhunger? Nee, welchen nehme ich denn jetzt? Hier, Heißhunger. Kann ich nicht nehmen. Mama mia. Kann ich einzelne Flaschen nehmen? Hier, Sixpack. Wir nehmen ein Sixpack Beer, Babes. Wir nehmen das hier. Kann ich nicht. Doch, das leuchtet. Mann, das was ich brauche, das ist gut auch leuchtet. Was brauche ich noch? Wie wäre es, wenn du nach der Reihe gehst? Dann brauche ich Flor und Mayonnaise. Mayonnaise müsste eigentlich. Steht im Kühlschrank? Nee, nicht die in der Tube, gell? Da sind Zeitschriftchen. Oh, das kann sich hier nur um Stunden handeln, du. Aber irgendwo war doch hier vorhin auch eine Hand, oder? Ist das Mayonnaise? Ne, das ist. Was ist das? Komm, was haben wir hier um die Ecke? Green. Das brauche ich auch nicht. Reis. Hier leuchtet halt, gell, was auch immer das ist. Chips! Achso, Chips hatte ich ja auch auf der Liste, siehst du. Na dann suchen wir mal weiter. Oh Gott. Hallo, hier, Juice, Orange Juice. Es leuchtet, Mädchen. Es leuchtet das, was du brauchst. Hier, siehst du? Zack. So, Mayonnaise haben wir, Mehl haben wir, Macaroni and Cheese, Mac and Cheese haben wir. Dann haben wir hier den Mais, da haben wir unsere Bohnen, zumindest hilft er uns. Da haben wir die Tomaten, warte mal kurz hier, Floor, Sugar, Mayonnaise, Tomato, Corn, Peas, Oranges, Mac and Cheese, Milk, Milk fehlt. Milk, hier ist Milk. Eigentlich müsste ich doch jetzt alles haben, oder? Ah, Milk. Kurz durchgucken, da leuchtet nichts mehr. What the check? Ja. Leuchtet. Scheint irgendwas falsch zu sein oder nicht in Ordnung zu sein mit der Elektrizität. Warum leuchtest du? Was für ein süßes Flämmchen bist du? Kann ich hier raus? Nö.
31,99. Oh, ist das teuer. Naja. Danke, dass du mir die Tür aufmachst. Ganz lieb von dir. Oh, du Scheiße. Oh. Jack, bist du hier? Was steht da? Always smile, please. Mr. Wartet. Musste ganz kurz niesen. Entschuldigung. Ah, Sicherungskasten, Sicherungskasten. Das ist der Feuerlösch. Was ist das? Ist das eine Tür? Nee, das ist keine Tür. Habe ich eine Taschenlampe? Ich brauche keine Taschenlampe. Wer ist da? Oh, wow, das Ding. Was für ein Gestank, Jack. Are you there? I heard. Da pupst doch jemand. Ja, ich mach das. Jack, bist du da? Ich habe was Komisches gehört. Gehört, ja. Gehört. Wer bist du? Ich bin's, Connor. Ein normaler Kunde oder deine Mom, ein normaler Kunde. Was machst du hier? Das ist nur für Personal, dieser Raum. Wer ist denn jetzt hier? Wer bin ich denn? Hey, Jack ist ja da draußen, oder? Ja, die Elektrizität, Strom ist ausgefallen und ich habe gedacht. Was stand da nochmal? Keine Ahnung, ich muss mal danach gucken. Nein, es ist alles in Ordnung, hab keine Angst. In letzter Zeit geht das Licht hier nämlich immer aus. Vielleicht ist irgendwas mit der Elektrizität kaputt. Wegen dem Schneefall. Na, dann werde ich halt mein Geld an der Kasse hier da lassen. Na klar. Lass es einfach am Checkout und ich kontrolliere es dann nachher. Lass mich in Ruhe scheißen. Gutes neues Jahr. Gutes neues Jahr. Bye, bye, na dann viel Spaß noch. Ich war schon besorgt, dass etwas passiert ist und ich weiter konnte ich gar nicht mehr lesen. Was war das zum Teufel? Das ist absolut nicht lustig. Es ist Neujahrstag und nicht Halloween. Halt, ich muss hier, wie versprochen, mein Geld da lassen. Es ist Zeit, heimzugehen. Na, dann gehen wir nach Hause durch den Park. Wetten, die Lichter sind dann aus. Und mal gucken, was uns da noch erschreckt. Geht die Tür zu? Nee, ich mach's aber zu. Der Junge soll ja nicht erfrieren auf seinem Töpple. Ah. Laufen wir wieder zurück. Bis zum Ladebildschirm. Bitte warten, wird geladen. Wird geladen. Das war laut. Vielleicht habe ich was. Vielleicht hat er was Falsches gegessen. Ich hoffe, er ist in Ordnung. Du könntest ja eigentlich auch wieder zurückgehen, oder? Und nach ihm schauen. Nö, mache ich jetzt aber nicht. Oder? Aber da oben steht halt Go Home. Go Home. Ah, ja, ich durfte nicht nochmal nach ihm sehen. In welchem Haus habe ich jetzt gewohnt? Hier rechts gleich. Etwas Komisches ist in dem Geschäft passiert. Während Jack gackert hat. Ich glaube, ich habe dort irgendwas Komisches gesehen. Es kam aus dem Lager. Ich hoffe, das wird alles in Ordnung mit ihm sein. Oh, kannst du noch schneller machen? Komm, relax. Zumindest kann ich jetzt nach Hause gehen mit einer Flasche Bier. Was? Wir wissen, dass du es warst. Wir werden dich hier rausschmeißen. Wie können die das nur wissen? Das geht hier jetzt nämlich um das Feuerwerk, also um die Feuerwerkraketen, die ich angezündet habe. Ladebildschirm. Es vernichtet jedes Game, vor allem Horror-Games. Ladebildschirm. Ein absolutes No-Go. Ah, oh, Flasche Bier. Ich soll meinen Einkauf auf den Tisch stellen. Wie wäre es, wenn du es gleich verräumst? Und später tue ich es verräume. Was need to get the Christmas trees decoration from the basement, the decorated tree. So, und jetzt muss ich in den Keller und meinen Baum schmücken. Wo hast denn du überhaupt deinen Baum stehen? Ah, hier. Und wo ist der Keller? Ist das der Keller? Ich denke mal, ja. Wie wäre es mit Licht an? Danke. Ist doch die Garage, nicht der Keller. Dann geht's hier in den Keller. Ich hätte gerne einmal Licht, bitte. So, Dankeschön. So, Weihnachtsschmuck, wo bist du? So, die Kiste ist es nicht. Die Kiste ist es nicht. Wo hast du das versteckt? Wo hast du das versorgt?
Oh, der Schaukelstuhl ist halt schön. Ich würde den halt nochmal frisch machen, schön. Und dann hoch damit. Ich mag halt so alte Dinger. Würde ich komplett alles abschleifen erst einmal. Die Dinger würde ich sogar dran lassen. Finde ich irgendwie total süß. Und dann auch nochmal weiß streichen, weil ich mag weiße Möbel. Wände schön bunt, aber die Möbel. Ja doch, Wände bunt, aber die Möbel weiß. Genau. Here it is. I know. I will go and make this Christmas tree glow. So, er hat jetzt den Weihnachtsschmuck oder ich. Und jetzt gehe ich hoch und dekoriere den Baum. Den Schaukelstuhl, den hätte ich gern. Das leuchtet aber haschi. So, Licht aus, Strom sparen. Strom wird noch teurer, wie ihr wisst. Hat nichts. Nächstes Jahr machen wir Weihnachtsbaum mit Kerzen. Nee, das ist zu viel, viel zu gefährlich. Das machen wir nicht. So ist das jetzt viel besser. Und jetzt bin ich in Weihnachtsstimmung und Neujahrsstimmung. So. Wo ist mein Bier? Wo ist mein Bier? Hier ist es. Zack. Time to relax on the couch. So, relaxen und Fernseh gucken. Ja, schön. Wie wär's mal mit einem Bild? Ich möchte nicht immer ein Black Screen haben. Ladebildschirm. Black Screen, ja, und Ladebildschirm. Dachte, ich spiele ein Spiel. Und kein Hörspiel. Was für ein komischer Traum, kann ich gar nicht sagen, weil ich habe ein Black Screen. Oh, Leiter, Feuerzeug. Wär's, wenn du es mal nimmst? Ja, die Lichter sind aus. So. Sieht so aus, dass jeder heute Probleme hat mit der Elektrizität. In dem Geschäft, wo ich einkaufen war, ging die Elektrizität auch aus. Ich muss runter in den Keller und nach dem Sicherungskasten gucken. Hier die Tür auf. So, Tür auf. Ich kann mich nicht daran erinnern, das abgeschlossen zu haben. Wo will ich jetzt den Schlüssel finden? Und ich höre da irgendwas. Ich bin neugierig. Ich muss gucken. Was ist das? Ja, jemand frisst deine Candies auf. Und wo kommt denn das? Ja, super. Der Weihnachtsbaum, der leuchtet halt. Oder hat geleuchtet. Da ist eine Kerze, die leuchtet. Was muss ich machen? Go to the basement. Go to the basement. Ja, was soll ich in dem Chaos halt auch den Schlüssel finden? Wollt ihr mich verkackern hier? Kann sich hier nur um Jahre wieder mal dauern. Was war das da? Aber hat hier Hand gerade geleuchtet? Och, Junge. Räum auf. Guck erstmal nochmal hier unten. Wo soll ich den Schlüssel finden? Gucken da noch mal, weil das muss doch so wie im Geschäft Hinweis sein, wisst ihr? Mit dem Lichtlepp, mit dem Licht, mit. Naja, klar. Oh, you were a bad boy, Connor. Du warst ein ganz böser Junge, Connor. Wirklich ganz, ganz böse. Du hast viele Menschen verletzt. And instead of giving something und anstelle etwas zu geben, hast du alles genommen. Du hast die Zeit der Menschen genommen. Du hast ihnen ihre Seele geraubt. Du hast ihre Momente geklaut. Dieses Jahr wirst du kein Geschenk erhalten. Dieses Jahr wirst du nur dein Leben geben. Oder wirst du ohne dein Leben sein? Hohoho. Hahaha. Hehe. So. What the hell is this? Was zum Teufel ist das? Keine Ahnung. Ich muss die Elektrizität anmachen und das ganz schnell. Ich kann nichts sehen mit diesem Feuerzeug. Ja, ist das jetzt auch? Ja, super. Ist das einmischt? Ist das einmischt? Electricity, electricity, where is the electricity? Die habe ich vorhin gar nicht gesehen. Ich habe aber auch gar nicht drauf geachtet. Hier. Meistens so, oder? Drei Sicherungen fehlen. Wenn sie durchgebrannt sind, müssten sie an ihrem Platz sein. Aber die sind dann nicht am Platz. Die hat jemand nämlich rausgeschraubt. I could light the candles. Ich könnte die Kerzen anzünden, aber was wäre das dann für ein Weihnachten ohne die Lichter? Was soll's? Was zum Teufel?
Was hast du denn da? Ein Fragezeichen. Ist das ein Geschenk im Baum mit einem Fragezeichen? Wir gehen mal gucken. Ich würde es gerne ablegen, danke. Oh, ist das finster. Wir gehen wieder zum Baum. Okay. Wenn du meinst. So, was haben wir denn hier Schönes? Möchtest du, dass die Lichter beim Weihnachtsbaum wieder angehen? Löse das Rätsel? Wo ist es immer kalt? Im Winter und im Sommer im Kühlschrank. Im Kühlschrank. Sofern die Elektrizität funktioniert. Was haben wir jetzt hier? Ja, hier ist eine Sicherung. Tumor. Klopf, 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 klopf. Tumor Fuse. Es hat gerade geklopft. Das hat er doch gerade geklopft. Ja, ich hätte gerne noch mal ein Rätsel, damit ich es einfach schneller finde. Kühlschrank zu. Ah, hier ist nochmal ein Zettelchen. Du bist nicht so dumm, wie ich gedacht hatte. Vielleicht ist noch nicht alles verloren. But how could you lose them? Aber wie konntest du sie verlieren? Na, wen verlieren? Ich würde gern drehen. Ich muss etwas finden, dass ich die Planken. Doch wieder irgendwas, gell? Da war aber so ein Brecher. Wo ist denn der jetzt hier? So. Oh, eine Kuh. Das ist eine Kuh, die buht. So. So ein Blödsinn. Ja, wo denn nur? Ich würde dich halt schockier sehen. Okay. Oh, ich habe jetzt aus Probleme mit dem Kopf. It feels like I heard it. Es hat sich so. Ja, 1, 2, 3. Kam mir so vor, als ob ich sie hören würde. Da ist die zweite. Eine mehr. Ist da irgendwo ein Zettel? Und was dahinter da noch stand, weiß ich nicht. Hier ist der Zettel. New Year is a family holiday, but why are you alone? Also. Weihnachten und Neujahr ist ein Familienfest. Wieso bist du dann allein? Ja. Ich habe diese Zeichnungen hier ja nicht einmal gesehen. Sieht mein Sohn mich wirklich so? Als ein Teufel. Er ist halt manchmal so. Das finde ich aber schrecklich und schade, gell? Mit der Mutti scheint alles in Ordnung zu sein, aber er als Papa scheint ja schon. Nicht gut zu sein. Dad, Friend. Was? Dad, Fernseher, Friend? Ist böse. Dad steht im Regen, Mom in der Sonne, aber die Mama, die weint. Oder hat er Depression oder ein Alkoholproblem oder was auch immer. Irgendwas scheint hier nicht in Ordnung zu sein. Was hast du ihm eigentlich geschenkt? Lass mich raten. Bestimmt keine Vaterliebe. Listen, what you know. Not guilty of anything. Ich bin nicht schuldig. Er ist unschuldig angeblich. Hier müsste doch bestimmt noch irgendwo eine Sicherung rumliegen. Und wer gurgelt da? Wer gurgelt da? Wer gurgelt da? Das böse Gurgeln da. Habe ich jetzt eine Sicherung in der Hand? Wo bist du? Ich sehe dich halt auch nicht. Ja, knall mir die Tür vor der Nase halt zu. Jemand klopft an der Eingangstür. Wer könnte das sein? Dann geh halt mal gucken. Und die Sicherung habe ich halt immer noch nicht, ja? Die dritte fehlt noch, ja? Ja, klar. Die dritte fehlt noch. Knock, 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 knock. Knocking on heaven's door. Ist keiner. Ich sehe da nichts. Ich komme da nicht rum, weil dieser blöde Müllsack hier halt stört. Das siehst das nicht. Ja. Wer bist du? In der böse Grinch. Ja, ich brauche noch eine Sicherung. Jetzt hatte ich ja schon. Ja, da. Oh, will ich die dritte Sicherung? Ich muss ja irgendwo doch oben sein, gell? Nothing, nothing at all im Bad habe ich doch auch schon geguckt. Gib mir doch hier ist ein Hinweis. Ich will gerade sagen.
Du hast die Liebe deiner Familie in die Toilette runtergespült. Aber ich kann, du hast es verkackt, aber ich kann dir helfen. Na dann hilf mal. Nein, ich möchte nichts. Hör einfach auf. Hat Scheiße gebaut. Er hat irgendeine Scheiße halt gebaut, ja? Trotzdem finde ich diese Sicherung nicht. Okay, wir gehen runter. Telefon war doch runter, gell? Auf diesem kleinen Tischle. Nee. Hier. Nee. Telefon, el Telefon. War das hier links? Hier. So. Kann halt nichts machen gerade, ja? Muss warten, bis es durch ist. Jetzt spielt jemand. Und wer spielt? Da ist eine Notiz mit einer blutigen Hand. Da ist ein Geschenk oben im Badezimmer für dich. Da gehen wir wieder hoch. Ich hatte dich ja schon. Schnitzeljagd! Schnitzeljagd! So, wer bist du? Wer bist du? Who are you? Ja, was soll ich jetzt hier? Ich sehe das Geschenk. Ah. Das ist die dritte Sicherung. Nun kann ich runter in den Keller und die Sicherung reinpacken und die Elektrizität anmachen. Habe ich schon mal Hallo gesagt? Hallo. Ich bin ja eigentlich sehr, sehr, sehr schreckhaft, aber irgendwie gerade. Gar nichts. Sicherung war hier. Anklicken. So, hier. Let there be light. Lass es Licht werden. Hör zu. Jetzt haben wir Licht. Siehst du? Wo ist der Weihnachtsbaum hin? Dafür habe ich eine Leiche hier bestimmt. Der Weihnachtsbaum ist weg. Und so ist auch deine Familie weg. Aber du hast die Möglichkeit, alles zu verändern, so damit es wird, wie es mal war. Mach es. Gib einfach zu, was für ein Arsch du bist. Gib einfach zu, dass du sie nicht liebst und hast ihnen keine Aufmerksamkeit gewidmet. Gib es einfach zu. Was zum Teufel willst du von mir? Ich höre doch irgendwo was. Hier, das Spielzeug. Ja. Du hast Zeit, um dich auszuruhen und Bier zu trinken. Aber was ist mit deiner Familie? Du bist schuldig. Aber kannst du die Situation korrigieren? Mach es jetzt. Kann ich das hier aufheben? Nee. Gib mir toll, blödes Spielzeug. Ja, wo? Hier, oder? Ich hätte gern mal Licht. Da war doch mal gerade was draus, oder? Oder sah das nur so aus? Ist die blöde Elektrizität wieder weg, oder was? Nee. Ach, Mann. Nun? Alles irgendwie so undurchsichtig. Ja, kann nichts machen. Ich muss jetzt zugucken. Was glaubst du, Connor? Warst du ein guter Junge? Ich kann nichts machen, ja? Jetzt erst. Mach es! Gib's doch einfach zu, dann ist Ruhe. Ich gebe mein Feuerzeug wieder. Kann nichts machen. Kann mich nicht bewegen. Ich muss warten. Geht nichts. Jetzt. Stockfinster wieder. Stockfinster. Und nun, jetzt ist der Baum hier auch weg. Wieder im Wohnzimmer. Das ist ein großes Geschenk, aber das kann ich halt auch nicht aufmachen. Oh, was ist denn das für ein Rotz?
Das war nur ein Traum, ein richtig schrecklicher Albtraum. Ah. So. Da ist ein Brief. Call Aaron to apologize. Ich soll Aaron anrufen und mich entschuldigen. Tab? Ja, call Aaron. Guck, ob er es macht. Ich muss warten. Ich kann nichts machen. Es scheint aber nicht Aaron zu sein. Ich muss herausfinden jetzt, was hier vor sich geht. Warte, was? Wo ist all die Weihnachtsdekoration? Da ist doch irgendwas in der Küche. Kann ich raus? Nee. Da kommst du nicht raus, da kommst du nicht raus, da kommst du nicht rein. Und das ganze Blut ist weg, aber der Teppich ist dreckig. Gehen wir kurz hier rum, drum. Ringereier spiele, da geht gar nichts, da komme ich nicht mehr hin. Also gehe ich mal hoch, guck ab. Wir gehen upstairs. Da ist alles voll mit Blut gespritzt. Blood. Everywhere is blood. Okay, gerade, es geht hier nicht auf. Geht die Electricity jetzt? Mach, versuch. Nee, Strom ist wieder alle. Ist da das Fenster zu, ja? Chaos, Blut, Chaos, da gab's einen Kampf. Zu Hause einen Kampf und Tod und Mord und Totschlag. Geh doch auf, Hauptsache das Kind hat überlebt. Oh nein, bitte nicht, bitte nein, 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 bitte nicht. Ja, ich muss jetzt wieder warten, jetzt kann ich wieder was machen. Spielzeug, das ist ein Geschenk. Ich hoffe bloß, dass mit dem Kind halt nichts ist. Das sind jetzt andere Bilder. Guck mal, da ist ein Geschenk. Friend me. Er hat ein Geschenk gekriegt von einem Bösewicht. Von dem Friend. Es ist aber kein Friend. Das sind die Bilder, die wir schon hatten. Me and Mom, da sind sie glücklich. Me, und es ist der Teufel. Ich nenne ihn jetzt mal Teufel. Bösewicht, das Böse, ganz einfach. Hat da ein Bild gemacht. Kann ich das hier irgendwo ausschalten, wo auch immer das dröhnt? Ist das das Geschenk? Da komme ich aber nicht dran. Mach mal die Tür zu. Vielleicht kommst du dann ran. Nee, aber hier war was. Nee, das war die Tür. Weint da jemand? Ich muss mal ganz kurz gucken, ob hier irgendwo was ist. Hier ist gar nichts. Also geh mal ins Schlafzimmer. Kommt es hier von? Ist die Mutter. Das kann nicht wahr sein. Wie ist das möglich? Aber was weiß ich? Was hast du gemacht? Hast du das? Wie? Da ist nochmal ein Geschenk. Dann ist das gar nicht von dem Bösen, oder? Da ist auf jeden Fall was ganz Schreckliches passiert. Ach ja. Guck mal, alles voll mit Blut. Da ist bestimmt die Mutter, die da liegt. Und ich hoffe nicht, dass das Kind da in dem Kinderzimmer eingepackt liegt. Ja, was muss ich jetzt machen? Ich habe herausgefunden, was es ist. Kann man jetzt weitermachen? Ja, ich komme zu dir rein. Wenn du mich schon so aufforderst, dann komme ich auch. Dann aber schlag mir nicht die Tür vor der Nase zu. Das ist etwas, was ich nämlich nicht mag. Wie fühlst du dich jetzt? Fühlst du dich jetzt schuldig? Kommt drauf an, ob er es gemacht hat, gell? Ob er besessen war oder was auch immer. Oder ob er unter Alkoholeinfluss stand. Es gibt ja so viele Möglichkeiten jetzt hier, gell? Ich gehe nochmal runter. Kann ja alles Mögliche sein. Aber es wäre schrecklich, wenn er sich... Bitte hör auf, aber ich glaube nicht, dass er sie umgebracht hat. Weil der hat ja sie anrufen sollen und sich bei ihr entschuldigen, ja? Nu? Aber hier spiele ich jetzt keins. Da ist das Blut jetzt weg, da war vorhin nämlich... Was ist da? Da leuchtet es doch so aufdringlich. Aber da kann ich nichts machen. Ist
Oder ist das nur ein Fehler irgendwie? Aber das leuchtet doch, gell? Ja, ich muss in den Keller. Was hat es jetzt mit der Uhr auf sich? Ich sollte doch gerade in den Keller. Du hast mir doch gerade den Weg zum Keller gewiesen. Hä? Leuchtet da was? Nee, da ist auch wieder alles weg. Blut. Da ist ein Zettel. Nur du kannst das beenden. Du weißt, was du zu tun hast. Ja, ich muss zugeben, etwas getan zu haben. Wäre es, wenn du mir mal Licht machst? Danke. New Year ist ein Familienfest. So, why are you alone? Warum bist du allein? Das hatte ich doch schon. Hier. Me und Friend. Das ist das Geschenk vom Bösewicht. Dead Friend. Da ist das Bild. Das sind die ganzen Bilder vom Kind jetzt. Das ist aus dem Schlafzimmer. Wenn ich das ausmache. Wenn ich hier überhaupt was mache. Hier hoch. Ja, ich muss auch hoch. Da sind noch mehr Geschenke. Da ist der Weihnachtsbaum. Da ist ein Zettel. Es ist Neujahr, you can just make a wish. Du kannst dir einen Wunsch erfüllen. Oder du kannst dir einen Wunsch wünschen. Ich möchte, dass alles so wird wie vorher. Gut gemacht, Connor. Guter Junge. Ach, zum Teufel. Das war ein Albtraum. Ich glaube, ich muss aufhören, Bier zu trinken. Was davor stand, ist war zu schnell weg. Aber er ist ja trotzdem allein. Nicht wahr? Nun? Call Aaron. Okay, call Aaron. Wir rufen Aaron an. Er ist Alkoholiker. Forgive me, honey. I was fooled. Please come home. Tut mir leid, meine Liebe. Bitte komm heim. Ich war ein Idiot. Glaubst du an ja, wie heißt das? Miracles? Ja, ich glaub schon. Warum fragst du? An Wunder, Miracles, Wunder. So komisch. You just gave me his letter to Santa. Even hat mir den Brief von Santa gerade gezeigt. In diesem Brief hat er Santa gefragt, ob wir wieder zusammen sein könnten. Und nach ein paar Minuten, als ich das gelesen habe, hast du mich angerufen. Kannst du dir das vorstellen? Und das ist nicht alles. Even von so Strange Doll. Even hat eine komische Puppe gefunden, oben auf dem Dachboden. Als er der Christmas-Dekoration holen wollte. Ein komischer Elf. Mom hat gesagt, I used to love this doll very much. Dass ich diese Puppe wirklich geliebt habe. Ganz besonders in der Neujahrsnacht. Warte einen Moment. Ein Elf? Hat er zufälligerweise kleine Hörner auf dem Kopf? Woher weißt du das? Ja, yeah, you just won't believe it. Du wirst es kaum glauben. It seems that miracles are really exist. Es scheint so, dass Wunder wirklich existieren. Es sind nur noch ein paar Stunden bis zum Neujahr. Mutters Haus ist 20 Minuten entfernt. Willst du nach Hause kommen? Dieser Mistkerl, der ich gestern war, ist nicht mehr da. Und er wird nicht mehr zurückkommen. Versprichst du mir das? Ja, ich verspreche es. Dann kommen wir bald nach Hause. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Also ich muss sagen, die Geschichte war ganz gut. Alkohol kann so viel kaputt machen, von allem Familien zerstören. Aber dieses Game, tut mir leid. War nicht so prickelnd. Ist halt so. Und ist das laut. Ich gleich ausmache hier. Kann ich. So, wie gesagt, die Geschichte, die dahinter steckt, muss ich ehrlich sagen, die war wirklich super. Weil das gibt es wirklich ganz viele Familien, wo der Vater oder die Mutter oder der oder genau, trinkt und wirklich Alkohol zerstört so vieles. Es zerstört nicht nur den Menschen, der ein Alkoholproblem hat, sondern auch die komplette Familie. Also Finger weg von Alkohol. Das ist das, was ich euch rate. Aber das Game war der größte
Nicht der größte Schrott, aber es war Mist. Hätten sie anders umsetzen können, ich weiß nicht. Und was ich halt noch hasse, ist dieser blöde Ladebildschirm. Laden, laden, laden und Blackscreen. So, ihr Lieben, ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest mit euren Lieben zusammen und bis zum nächsten Mal, eure Hysteria. Bis dann, tschüss.